Viel Spaß jetzt mit dem zweiten Halbfinale zwischen Deutschland und Irland. So, und das wird jetzt richtig interessant. Der sehr aggressive Joey Kelly gegen einen Stefan Raab, wo wir nicht so ganz wissen, wo steht er denn eigentlich? Was macht der denn jetzt? Jetzt geht da hinten der Kofferraum auf bei Joey Kelly. Ist das die Wunderwaffe für die Verteidigung? Das Spiel war unterbrochen. Wir haben schon vorher unterbrochen. Spiel war unterbrochen, Treffer für Raab zählt nicht, weil die Heckklappe aufgegangen ist. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder für ein technisches Kabinettstückchen von Joey Kelly ist. Jetzt geht die nicht mehr zu. Da ist hinten irgendwas verzogen, jetzt geht die Heckklappe nicht mehr zu. Es gibt nichts, was es nicht gibt bei der Autoball-Weltmeisterschaft. So mit Brachialgewalt funktioniert das Ganze. Jetzt ist sie zu, aber der Treffer, den wir hier nochmal sehen von Raab, zählte nicht. Es bleibt beim 0:0. Gesucht wird der Finalgegner von Italien. So, und jetzt ist die Chance für Kelly da. Aber Raab geht gut dazwischen, Ball kurz eingeklemmt. Torreich wird das hier im Normalfall nicht, aber umkämpft, garantiert. Garantiert umkämpft. Ja, Kelly versucht, da Schwung aufzunehmen. Ja, jetzt belauern sie sich. Jetzt belauern sie sich. Jetzt will keinen Fehler machen. Kelly kommt da nicht durch. Raab stellt das Ding zu. Da kommt Kelly nicht durch. So, jetzt muss er eben, aber er muss irgendwann wieder zurück, Raab. Und das ist dann die Chance für Kelly. Und das will Raab nicht. Und deshalb blockiert er. Er will natürlich, jetzt ist Kelly weit weg. Und jetzt wird der Ball wieder ins Spiel gebracht. Jetzt muss Raab aber aufpassen. So. Bringt sich da in Position, um den Ball besser nach vorne spielen zu können. Boah, Kelly wieder mit viel Dampf, wieder sehr aggressiv. Der kommt da angesemmelt. Hat ja in eigener Halle trainiert. Für diese Autoball-Weltmeisterschaft, weil er diesen Titel eben noch nicht hat. Bums. Und? Ne, der hat den Spin, dass er vom Tor weggeht. Müsste eigentlich hätte er rückwärts fahren müssen, Raab. So, jetzt wieder Kelly in der besseren Position. Beide wollen nichts zulassen. Das ist ein Beäugen, ein Behaken, ein Belauern. Und da wird überhaupt keine Rücksicht genommen. Da gibt es dann eben Blechschaden. Die werden mit diesen Autos dieses Spiel wahrscheinlich nicht zu Ende fahren, spielen. Wir haben 1:36 absolviert. Keine Tore bisher zwischen Irland und Deutschland. Keiner will den Fehler machen. Ball ist eingeklemmt zwischen beiden Fahrzeugen. Gleich macht es wieder Buff. Gleich macht es Buff. Gleich macht es. Nein, er schiebt. Die schieben sich gegenseitig weg. Und jetzt Raab mit der Chance. Jetzt hat er die Chance. Jetzt muss er Vollgas geben. Kelly kommt noch mal. Aber das war Raab ganz clever. Ganz, ganz clever, weil er da im richtigen Sport, hätte man gesagt, den Körper zwischen Ball und Gegenspieler bringt. Aber in diesem Fall ist es das Fahrzeug. Und Deutschland führt 1:0. Sehen wir jetzt nochmal. Schiebt den Ball und jetzt den Körper dazwischen. Ganz clever gemacht. Brillant. Von Raab. Und jetzt ist der Irre sauer. Raab mit dem Lupfer drüber. Aber er kommt nicht vorbei, weil Kelly blockiert. Jetzt Raab in der besseren Position. Jetzt Raab in der besseren Position. 2:0 Deutschland. Es riecht wieder nach Italien, Deutschland im Finale. Also weil immer wieder Fragen kommen in den sozialen Netzwerken, was ist mit den Zähnen von Raab? Die sehen so aus, Leute. Nein, er hat sich für seinen Auftritt mit seiner Band, für seinen WM-Song, dieses Zwergen-Outfit, da gehört diese vorgetäuschte Zahnlücke dazu. Und da ist das 3:0 für Deutschland. Kelly ist sauer und Raab feiert schon. Und die Fans aus dem Häuschen, das ist ja immer wieder Wahnsinn. 15.000 in den Trikots, in Montur. Davon 12.000 mit Deutschlands Montur ausgestattet. Volle Unterstützung für Raab. Das hat er sonst auch nicht so oft. Und Kelly außer sich. Ja. Knappe 2,5 Minuten noch, um ein 0:3 wettzumachen. Das wird ganz, ganz harte Arbeit. So, die Stoßstange sollte man abnehmen. Ja, einfach weg damit. Wird einfach abgerissen, abgetreten, wie auch immer.
Es gibt schon finale Rufe in der Lanxess Arena für Deutschland, für Raab. Aber Kelly wird sich damit sicherlich noch nicht anfreunden. Kelly wieder in der Defensive. Und wenn Raab das Spielgeschehen hier in der Hälfte von Kelly halten kann, dann kann ihm ja nichts passieren. Er führt rein und der könnte reinkullern. Nee. Oh, Kelly muss jetzt aufpassen. Kelly muss jetzt aufpassen. Ja, ja, jetzt darf er Raab nicht da durchlassen. Darf ihm den Weg nicht lassen. Stoßstange liegt da, Raab. Stoßstange liegt. So, jetzt fahren sie beide wieder in Position. Die Stoßstange muss vom Feld runter. Das war jetzt eigentlich sogar ganz gut für Joey Kelly, weil er dadurch jetzt wieder etwas Luft bekommt. So, Ball wird jetzt wieder ins Spiel gebracht, aber es sind nur noch 1 Minute 48 Sekunden. 3-0 für Deutschland, 3-0 für Raab gegen Irland. Joey Kelly bisher ohne Tor und Raab wieder mit dem Konter. Und jetzt hat er wieder Platz. Oh, jetzt hat er Platz, wenn der Ball im Spiel bleibt, ist aber raus. Das heißt, wird jetzt wieder von den Helfern reingebracht. Ja, da die Anhänger von Stefan Raab. Er wird wieder im Halbfinale verlieren, Joey Kelly. Er wird das nicht mehr wettmachen können. Autoball ist seine Sache nicht, was den Titel betrifft. Es wird wieder, wie immer, das große Duell Deutschland-Italien geben. Die letzten beiden Endspiele gegen Anzarella. Einmal nach Elfmeterschießen, einmal 2:1. Also knapp ist es immer. Und jetzt Raab mit der endgültigen Entscheidung. Jetzt Raab mit der endgültigen Entscheidung. 4-0, überzeugende Vorstellung, ohne Wenn und Aber. Raab ist voll drin in diesem Turnier. Das ging los mit dem letzten Gruppenspiel gegen England. Geht hier weiter. Er ist nicht chancenlos, natürlich nicht gegen Italien, gegen Zarella. Raab macht Mätzchen, ist sich seines Sieges natürlich sicher. Es steht ja auch fest. Und das ist dann schon mal für ihn eine Erleichterung, dass er das Endspiel wieder erreicht hat. Aber da jetzt wird er auch den ganzen Weg gehen. Das hätte das Signalwirkung für Brasilien, für die WM, wenn er heute hier den großen Wurf landen könnte. Stefan Raab, im Finale ist er. Da wird sich nichts mehr ändern. Und da ist der nächste, nee, der geht vorbei. Innenpfosten. Letzten 40 Sekunden. Kelly blockiert nur noch, um Raab da nicht durchzulassen. Aber das bringt ihm gar nichts, denn er muss ja hier Tore machen und das wird ihm so nicht gelingen, aber er weiß auch, dass er raus ist. Ja, Leute brauchen nicht zu pfeifen, denn das ist ja im Grunde die Zeit, die für Stefan spricht. Jetzt kommt er nochmal an die Latte oben, aber das ist ja alles egal. Finale erreicht.